Bei dem Transitstreit am Brenner gibt es jetzt einen Rückschlag für Österreich. Josef Fritzl soll jetzt in den Normalvollzug verlegt werden. Und morgen wird es bei uns überwiegend sonnig. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Aktuell am Abend. Schön, dass Sie da sind. Wir starten die Sendung heute im Ausland. In Georgien wurde heute ein umstrittenes Gesetz verabschiedet. Die Regierungspartei will die ausländische Einflussnahme auf die Zivilgesellschaft stärker kontrollieren. Gegner befürchten, dass so kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen. Trotz Handgreiflichkeiten im georgischen Parlament wird das Gesetz final verabschiedet. Auf den Straßen wird den ganzen Tag erneut dagegen demonstriert. Die Protestierenden sehen Parallelen zu einem Gesetz in Russland. Dieses erlaubt den dortigen Behörden, massiv gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen. Außerdem befürchten sie, dass die Perspektive auf einen EU-Beitritt gefährdet ist. Die Mehrheit der Georgier wünscht sich eine Annäherung an die EU und nicht an Russland. Georgiens Präsidentin hat angekündigt, ihr Veto gegen das Gesetz einzulegen. Und damit wechseln wir das Thema und kommen zu dem Transitstreit auf der Brennerstrecke zwischen Österreich und Italien, wo es jetzt einen Rückschlag für Österreich gibt. Die EU-Kommission hat heute in einer begründeten Stellungnahme dem italienischen Verkehrsministerium Recht gegeben. Sie ist der Ansicht, dass bestimmte geltende Maßnahmen in Österreich den Gütertransport und damit den freien Warenverkehr einschränken. Mit Unterstützung aus Brüssel hat in Tirol niemand gerechnet. Dass die Kommission Italien aber in vielen Punkten recht gibt, das erzürnt heute doch die Gemüter. Ich muss jetzt ganz klar sagen, das erweckt natürlich in mir auch die Kampfeslust. Ich weiß da die Tiroler Bevölkerung hinter mir, ich weiß da auch den Tiroler Landtag hinter mir. Und jetzt werden wir natürlich keine Gesprächsverweigerer sein. Wir werden natürlich auch in Gespräche, wenn sie uns angeboten werden, in Gespräche entsprechend eintreten. Aber wir werden immer wieder auch darauf hinweisen, dass Tirol geliefert hat und dass bitte auch Grenzwerte zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung einzuhalten sind. Die Maßnahmen Tirols seien überschießend, meint die Kommission, und auch nicht mit dem Lärm- oder Umweltschutz zu rechtfertigen. Diese Maßnahmen sind nicht mit der Erreichung der Ziele wie Umweltschutz, Straßenverkehrssicherheit oder Verkehrsfluss zu rechtfertigen. Außerdem benachteiligen einige Maßnahmen ausländische Unternehmen mehr als heimische. Matteo Salvini hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Stellungnahme aus Brüssel angekündigt, dass sein Land die Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen werde. Eine Einschätzung jetzt zu treffen ist definitiv schwierig. Das wird zuerst eine ganze Menge an Schriftverkehr bedeuten und schlussendlich wird es ja auch im persönlichen Gespräch unter Fachleuten wird sich die Richterschaft auch eine entsprechende Meinung bilden. Freier Warenverkehr oder Recht auf Gesundheit? Diese zugespitzte Frage muss jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheiden. Josef Fritzl kann aus dem Maßnahmenvollzug bedingt in ein normales Gefängnis verlegt werden. Er wurde ja wegen einem Inzestfall in Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilt. Heute hat das Landesgericht Krems die Überstellung bekannt gegeben. Fritzl gilt aufgrund einer beginnenden Demenz nicht mehr als gefährlich. Zu diesem Schluss kommt ein aktuelles psychiatrisches Gutachten, auf dem die Entscheidung beruht. Die spezielle Gefährlichkeit, die bei ihm vorlag, war dieses planerische, kontrollierende, dieses Entwickeln eines Masterplans, den er dann ja auch leider umgesetzt hat. Ja? Und das ist ihm jetzt nicht mehr möglich. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Und damit der Blick in die Wirtschaft. Heute wurde bekannt, dass der Leiterplattenhersteller AT&S aus Leoben Jobs streicht. Und zwar insgesamt 1.000, bis zu 250 davon in Österreich. AT&S hat im Geschäftsjahr 2022/23 noch einen Gewinn von 137 Millionen Euro gemacht. Aber im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 37 Millionen Euro. Grund sei der schwache Markt für mobile Endgeräte, heißt es.
Ende Februar gab der Technologiekonzern AVL List in Graz bekannt, Dutzende Jobs abzubauen. Vor 3 Wochen dann der Autobauer Magna, ebenfalls in Graz, und jetzt der Leiterplattenhersteller AT&S aus Leoben. Die zahlreichen Kündigungen bei bekannten steirischen Unternehmen gehen also weiter. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr musste AT&S seine Belegschaft weltweit um 1/10 reduzieren. Jetzt fallen noch einmal 1000 Jobs insgesamt weg. 200 bis 250 könnten an den steirischen Standorten Leoben und Fähren gestrichen werden. Der Stellenabbau soll laut Unternehmen über Kündigungen und natürliche Fluktuation erfolgen. Die Mitarbeiter werden derzeit darüber informiert. Als Grund für die Stellenstreichungen führt AT&S unter anderem die gestiegenen Lohn- und Gehaltskosten an. Für den Verlust im vergangenen Jahr sei der derzeit schwache Markt für mobile Endgeräte verantwortlich. Bereits für das kommende Geschäftsjahr gibt sich das Unternehmen aber wieder optimistisch und rechnet mit einem Wachstum. Zuletzt hat es geheißen, dass die Staatsholding ÖBAG bei AT&S einsteigen könnte. Dieser Plan wurde eben aufgrund des unsicheren Marktumfelds in den letzten Tagen aber wieder zerschlagen. Berichtet Johannes Schmerker-Lunde. Und damit in die Innenpolitik und zu den Vorwürfen gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Sie soll ja falsche und teils existenzbedrohende Gerüchte verbreitet haben. Das sorgt weiter für Unruhe in der Partei. Auch das Krisenmanagement der grünen Spitze steht in der Kritik. Bei einer Clubsitzung der Grünen sollen heute die Wogen geglättet werden. Der gemeinsame Auftritt der Parteispitze mit Lena Schilling letzte Woche dürfte nicht allen Grünen gefallen haben, vor allem die deftige Wortwahl von Parteichef Kogler. Bei der heutigen Besprechung des Parlamentsclubs vor der Nationalratssitzung wird die Krisen-PR zum Thema. Ich würde mal sagen, über die Krisenkommunikation kann man mit Sicherheit diskutieren. Es ist wahrscheinlich nicht alles so gelaufen, wie es wahrscheinlich geplant war. Jetzt geht es aber mit Fokus auf die EU-Wahlen. Die Turbulenzen halten die Partei jedenfalls in Atem, sagt auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Ich möchte es gar nicht verhehlen. Es ist sicher auch für das grüne Regierungsteam eine schwierige Phase. Aber es ist halt so, es passieren Fehler, jeden von uns. Und das hat Lena Schilling auch eingestanden. Und sie ist und bleibt Spitzenkandidatin. In Salzburg hat Schilling gestern jedenfalls ihren Wahlkampf fortgesetzt. Einen Auftritt auf offener Straße aber kurzfristig abgesagt. Scheuen Sie derzeit die Öffentlichkeit? Nein, sonst wäre ich nicht da. Ich muss einfach ins nächste Bundesland. Morgen gibt es in Graz eine Diskussion und da ist einfach noch ganz viel zu tun und vorzubereiten. Angst vor Konfrontationen wegen der jüngsten Vorwürfe seien kein Thema gewesen, so Schilling. Und den Wahlkampf angefangen hat heute die KPÖ. Unter dem Motto Wohnen statt Kanonen hat die Partei heute ihr Programm zur EU-Wahl präsentiert. Die wichtigsten Punkte darin sind die Teuerung, Klima, Gesundheit und Wohnen. Saskia Wenenbos mit den Details. Nach den Erfolgen bei den Wahlen in Salzburg und Innsbruck startet Spitzenkandidat Günther Hopfgartner voller Elan für die KPÖ in den EU-Wahlkampf. Grundbedürfnisse dürfen nicht weiter den Profitinteressen ausgeliefert werden, sondern sollten sich am Gemeinwohl orientieren. Hopfgartner will eine aktive Friedenspolitik und kritisiert die zunehmende Militarisierung der Europäischen Union. Ich sage nicht, dass die Europäische Union ein Haufen Kriegstreiber wäre, sondern ich sage, dass die Politik in einer Kriegslogik verfangen ist. Neben einem europaweiten Mietendeckel will sich die KPÖ auch für eine kostenlose Energiegrundsicherung einsetzen. Wenn wir den Bedarf, den Sockelbetrag an Energie, den wir für Wärme und Licht brauchen, gratis zur Verfügung gestellt bekommen, bedeutet das sofort eine finanzielle Erleichterung für alle Menschen. Realisieren könnte man das mittels eines Energietickets für jeden Haushalt. Wahlziel der KPÖ ist der Einzug ins Europaparlament. Mit der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni nähert sich auch die erste große Entscheidung in diesem Jahr. In ORF 3 gibt es dazu ab dem 21. Mai 10 TV-Konfrontationen der Spitzenkandidaten bzw. der Spitzenkandidatin der 5 im Parlament vertretenen österreichischen Parteien. Die Duelle werden anschließend mit Expertinnen und Experten hier im Studio analysiert. Am 21. Mai um 16 Uhr geht's also los. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
Und wir schauen jetzt weiter in die Ukraine, denn dort ist der amerikanische Außenminister Antony Blinken heute angekommen. Es ist der vierte Besuch seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Ziel der Reise ist es, die Solidarität der USA mit der Ukraine zu zeigen. Antony Blinken überraschend in Kiew. Der US-Außenminister spaziert, begleitet von vielen Kameras und großem Sicherheitsaufgebot auf Kiews Straßen. Sein unangekündigter Besuch soll beruhigen in Zeiten neuer, heftiger russischer Offensiven. Dieses Zeichen würdigt Präsident Volodymyr Zelensky. Thank you that you came especially these days to support Ukraine. Thank you for this signal. Dazu fehlt es bekanntlich an Luftabwehr und an Munition. Ein Teil des 60 Milliarden Dollar Paketes der USA sei bereits da, ein Teil sei nun auf dem Weg, so Blinken. Some of it's already arrived, more of it will be arriving. Seit mehr als 2 Jahren wehrt die Ukraine die russische Invasion ab. Viele Passagiere halten sich beim Fliegen nicht an die vorgegebene Größe und das Gewicht beim Handgepäck. Daher will die AUA jetzt vor der Hauptreisezeit strengere Kontrollen durchführen. Das Verstauen von zu großem Handgepäck dauert länger und führt oft zu Flugverspätungen. Mit den strengeren Kontrollen sollen die Flugzeuge wieder pünktlich abheben, heißt es. Die AUA wird damit aber natürlich auch mehr einnehmen, denn wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss extra zahlen. Und diese Gebühren sind dann höher als die beim regulären Check-in. Und wie das Wetter die kommenden Tage wird, weiß Manuel Oberhuber. Im Gegensatz zu heute entstehen morgen auch in Westösterreich mehr Wolken und einzelne gewittrige Schauer. Im Nordosten bleibt es recht sonnig, aber sehr windig. Und das bei 17 bis 25 Grad. Am Donnerstag ändert sich nicht allzu viel. Am Freitag wird es generell unbeständig. Im Süden regnet es teilweise kräftig und es kühlt ab. Kultur heute sehen Sie wie gewohnt um 19.45 Uhr. Heute bei meinem Kollegen Patrick Zwerger-Holder. Der preisgekrönte Film Sterben mit Lars Eidinger in der Hauptrolle startet im Kino. Und im Wiener Rabenhoftheater hat eine Tribute-Show für den verstorbenen Protestliedermacher Sigi Maron stattgefunden. Das alles und noch mehr ab 19.45 Uhr in Kultur heute. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie die Nachrichten jetzt auch noch in einfacher Sprache sowie die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ab morgen 9 Uhr überträgt ORF 3 hier das Four Game Changers Festival und dann anschließend den Nationalrat live und kommentiert. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.